Hallo, in Teil 5 unserer Services-Serie beginnen wir mit dem Verwaltungsdienst für die Verwaltung logischer Datenträger. Ganz recht, ein Verwaltungsdienst für einen anderen Dienst, den wir schon in einem früheren Video besprochen haben. Aus irgendeinem Grund passte das wohl nicht ganz zusammen, jedenfalls nicht in einen Service. Dieser Verwaltungsdienst für die Verwaltung logischer Datenträger, hier oben ist ja nur die Verwaltung logischer Datenträger. Dieser Verwaltungsdienst startet und erlaubt die Konfiguration des Verwaltung logischer Datenträgerdienstes. Aufgrund der engen Verzahnung gilt auch hier das gleiche wie für die Verwaltung logischer Datenträger. Wenn Sie diesen hier ausgeschaltet haben, dann können Sie auch den Verwaltungsdienst für die Verwaltung dieses Dienstes hier abschalten. Der Nachrichtendienst empfängt und überträgt Nachrichten, die er unter anderem von dem NetSend-Befehlen bekommt, beziehungsweise vom bereits besprochenen Warndienst. Wenn Sie den Warndienst aufgrund des vorangegangenen Videos bereits schon ausgeschaltet haben, dann wird Ihr Nachrichtendienst hier also auch nichts empfangen können, beziehungsweise wesentlich weniger. Insoweit können Sie ihn direkt mit abschalten, wenn Sie den entsprechenden Warndienst eben selbst auch abgeschaltet haben. Sie müssen ja nicht unbedingt den Starttyp auf deaktiviert setzen. Manuell reicht hier sicherlich auch aus. Für den Fall der Fälle, dass das mal gebraucht wird, können die Programme sich dann untereinander selbst starten. Weiter zum Microsoft Software Copy Provider. Ist ja direkt drüber. MS Software Shadow Copy Provider. Ein weiterer Dienst für einen anderen Dienst. Dieser Service verwaltet die sogenannte softwarebasierte Schattenkopie des anderen Dienstes. Und dieser andere Dienst, der heißt Volumen oder Volume Schattenkopie Dienst. Insoweit sollten auch hier beide Dienste das gleiche Schicksal teilen. Unter Schattenkopien versteht Microsoft die Bereitstellung einer Kopie von Dateien, die gerade in Benutzung sind, um auf die Art trotzdem bestimmte Arbeiten durchführen zu können. Ein Beispiel sind Sicherheitskopien. Diese sind unbestritten wichtig. Bis vor kurzem waren komplette Backups aber gar nicht innerhalb von Windows möglich. Das deswegen, weil einige Dateien halt immer in Benutzung sind. Und in Benutzung befindliche Dateien lassen sich halt nicht beliebig benutzen, da sie von Windows in der Regel gesperrt sind. Sie können also nicht so einfach für Backup-Zwecke kopiert werden. Insoweit war es vor Windows XP oftmals nötig, eine Boot-CD zu Backup-Zwecken einzulegen, um dann von außerhalb von XP eine komplette Kopie anfertigen zu können. Da außerhalb allerdings oftmals noch das alte MS-DOS bedeutete, das im Großen und Ganzen nur 640 KB RAM unterstützte, bedeutete dies nicht nur, dass man seine komplette Arbeit einstellen musste, um eben, sag ich jetzt mal, im DOS den Rechner neu zu booten, sondern es war auch noch grottenlangsam. Nun, dieses Problem der blockierten Dateien wird durch diesen Dienst gelöst. Seitdem gibt es auch viele Software-Backup-Programme, die Backups von Windows anfertigen können, während sie mit Windows arbeiten. Das ist dann schon ein ganz erheblicher Vorteil. Also, wenn Sie solche Software einsetzen, dann müssen Sie diesen Service auf jeden Fall startbar lassen. Sie müssen ihn nicht unbedingt gestartet haben, weil Sie werden die Software ja nicht dauernd einsetzen. Allerdings, wenn Sie sie dann einsetzen, dann sollte der Startparameter mindestens auf manuell lauten, damit die entsprechende Software, vorausgesetzt sie ist clever genug programmiert, den Service selbst starten kann. Falls die Software nicht clever genug programmiert ist und davon ausgeht, dass die Volumenschattenkopie, sage ich jetzt mal, funktioniert, also gerade läuft, wenn sie das vorher nicht prüft, dann müssen sie es natürlich dann von Hand selber einschalten, dann wird die Software nicht funktionieren. Hoffentlich allerdings, wie ich schon sagte, clever genug die Software, dass sie vorher mal fragt, wie sieht's aus, läuft die entsprechende Service-Software, wenn nicht, dann muss ich sie halt von Hand starten. Weiter mit NetMeeting Remote Desktop Freigabe. NetMeeting Remote Desktop Freigabe ermöglicht es autorisierten Benutzern über NetMeeting ihren Computer zu steuern. Remote Desktop Nutzung ist davon unbetroffen. Es geht hier lediglich um die Remote Desktop Benutzung über NetMeeting. Das Programm ist zwar überall bei XP dabei, ist aber im Grunde eigentlich nie weiterentwickelt worden. Es steht, glaube ich, seit 2001 bei der Versionsnummer 3.0 und ist daher eigentlich für solche Zwecke auch nur minimal geeignet. Quasi der kleinste gemeinsame Nenner. Insoweit schadet es nicht, wenn Sie diesen Service ausschalten. Es sei denn natürlich, dass Sie schon regelmäßig mit NetMeeting arbeiten, beziehungsweise mit NetMeeting anderen
den Remote-Desktop-Zugriff, sage ich jetzt mal, gestatten. Der Dienst Netzwerkverbindungen verwaltet die Objekte in ihren Netzwerk- und DFÜ-Verbindungen. Rufen wir diese mal kurz auf. Start, Systemsteuerung, Netzwerkverbindungen. Hier sind meine Netzwerkverbindungen und meine DFÜ-Verbindungen. DFÜ-Verbindungen habe ich nur leider keine eingerichtet, deswegen können wir hier keine sehen. Diese Netzwerke funktionieren auch mit abgeschaltetem Dienst. Klicken wir sie mal gerade ab. Ich habe zurzeit den Starttyp auf manuell und der Dienst selbst ist gestartet. Ich werde das Ganze jetzt mal ausschalten. Erstmal deaktiviert setzen, dann den Service beenden, damit er sich nicht wieder selbst starten kann. So, jetzt nochmal Systemsteuerung, Netzwerkverbindungen. Also er ist immer noch da, meine Netzwerkverbindung. Ich kann auch immer noch nach außen. Funktioniert alles ganz wunderbar. Also der eigentliche Dienst ist davon nicht betroffen. Es geht hier also nur um die Konfiguration dieses Dienstes. Denn wenn ich jetzt hier LAN-Verbindung auf die Eigenschaften klicke, zum Beispiel um jetzt zum Beispiel einen anderen DNS-Server einzutragen oder ähnliches, klicke ich drauf, dann kommt hier erst der entsprechende Fehler, weil der Service zur Konfiguration, das ist der Netzwerkservice, weil der nicht gestartet ist. Es besteht also kein Grund, ihn zwingend immer laufen zu lassen, da Sie Ihre Netzwerkverbindungen wahrscheinlich nicht täglich neu rekonfigurieren werden. Insofern, abschalten reicht sicherlich in Verbindung mit manuell für den Fall der Fälle. So, treten wir noch schnell den Gegenbeweis an. Netzwerk. Netzwerkverbindungen manuell. Eigenschaften. So, und jetzt hat er sich wahrscheinlich selbst gestartet. Gehen wir nochmal auf die Verwaltung unserer Dienste. Netzwerkverbindungen, jetzt ist er wieder gestartet. Also manuell und ausschalten reicht völlig, auch für die Konfiguration. Weiter zum Dienst Netzwerk-DDE-Dienst. Der Netzwerk-DDE-Dienst ist ein Kanal, den Anwendungen nutzen können, um sich untereinander zu unterhalten. DDE steht dabei für den dynamischen Datenaustausch oder Dynamic Data Exchange. Logisch, dass die Anwendungen sich nicht mehr unterhalten können, wenn sie diesen Service ausschalten. Mir ist allerdings noch keine Anwendung untergekommen, die das auch wirklich noch benutzt. Jedenfalls hat sich noch keine Anwendung bei mir darüber beschwert, dass sie nicht funktioniert, weil dieser Service bei mir schon immer abgeschaltet war. In Zeiten des Internets, also da eigentlich jeder Rechner über eine Netzwerkkarte verfügt und damit in der Regel auch das TCP/IP-Protokoll installiert ist, ist es eigentlich vom Standpunkt des Entwicklers wesentlich clever, auch dann eben dieses zur Kommunikation zu benutzen. Insoweit ist es nämlich dann egal, ob die Anwendung mit einer anderen Anwendung auf demselben Rechner oder eben mit einem anderen Rechner im Internet reden könnte. Insoweit halte ich das hier für einen veralteten Kommunikationskanal, der in XP nur noch aus Kompatibilitätsgründen weiter mit angeboten wird. Genutzt wird er wohl kaum, also beruhigt abschalten. Wenn Sie unsicher sind, einfach den Starttyp auf manuell belassen oder setzen. Okay.